Willkommen zurück zu Donkey Kong 64! Wir sind wieder in Welt 1, denn wir wollen das Vergessene einsammeln. Beziehungsweise wir waren mit Chunky, Lanky und Tiny noch gar nicht hier und müssen jetzt all ihre Bananen finden und all ihre... Außerdem, was sonst noch so anliegt. Goldene Bananen, Blaupausen und der ganze Krimskrams, den wir sammeln müssen und gar nicht wissen, warum eigentlich genau. Naja... Macht mir aber Spaß und sonderlich schwer ist das Ganze auch nicht versteckt, angepasst an den Level, nämlich Welt 1. Hier ist nichts wirklich schwer versteckt. Sage ich jetzt. Didi vermisst immer noch 5 Bananen. Okay, bislang habe ich hier jetzt nichts mehr entdecken können. Wir gehen mal langsam den Weg in diese blöde Höhle, die zu Cranky führt unter anderem. Wessen Bananen liegen hier denn rum? Bislang keine. Ich will auch da rüber gucken. Man weiß nie. Den Kasplatt haben wir schon. Also gut. Lass mich in Ruhe. Ich gehe zurück. Ich gehe weiter Richtung Cranky. Dort gab es jede Menge Schalter. Boom. Und die Bananenfee müssen wir noch auf Film bannen. Okay, hier haben wir Tiny-Zeug. Jede Menge Tiny, 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 Tiny. Tiny, Tiny. Oha. Hier steppt aber der... Steppt der Chunky. Hier steppt die Ananas. Die hatten keinen Bock, dem seine Bananen gut zu verstecken. Ja, hau mal 3 von den Dinger in die Höhle. So, weg damit. Wollen wir schauen, was das bewirkt. Okay. Das Ganze wird auf Zeit sein. Bin ich schnell genug? Ich glaube nicht. Was macht denn mehr Sinn? Zum Bananaporter rennen oder gleich zum Ausgang rennen? Ich renne zum Bananaporter. Oh Gott, die Zeit diesmal aber sehr knapp. Hey, da oben sind Bananen. Das habe ich nicht übersehen. Kann man noch gar nicht übersehen. Puh, ich glaube, wir benutzen Bananaporter 2. Dann sind wir nämlich gleich oben. Wir könnten auch die Lianen hochjumpen und dann über Funkys Haus nach oben. Aber ich glaube, das hier ist auch sehr gut. Aber die Zeit ist echt knapp. Die läuft doch noch so mit den Teleporter mit, hey. Oh, das wird knapp wie Hund, hey. Aber ich schaff das, ich schaff das. Knapp wie Hund, ey. Unglaublich. Das nenne ich knappe Entscheidung. Okay, dann tun wir jetzt mit Tiny da nochmal lang düsen. Natürlich tun wir das. Und tschüss. Und die tut dann auch die Fee auf Film bannen. Muss sein, die Feen gehören dazu. Zu den 100%. Es sind ja 101%. Finde ich ein bisschen doof, aber okay. Da wären wir auch schon wieder hier. Ach, da hinten sind noch Bananen für... Moment mal, das hier sind Lanky-Bananen. Okay. Lanky und Chunky müssen noch mal dahin. So, und du. Ich erwisch die immer im Vorbeidüsen. Das erfordert Übung. Okay, jetzt bist du dran. Und noch jede Menge Münzen, hey. Man glaubt das kaum, was hier los ist. Okay. Wir brauchen eh keine Münzen, wie gesagt, aber es gehört dazu. Okay, dann müssen halt Lanky und Chunky nochmal dahin. Da rechts gab's eigentlich auch so eine... Tür, die zum Endboss führt, aber die verschwinden halt leider immer, sobald man den Endboss dann wirklich gebasht hat. Ich guck mal, welche Farbe hast denn du? Was ist denn hier los? Alles Lanky hier. Alles Lanky. Ausnahmslos. Ich guck nochmal hier oben. Alles Lanky, alles Lanky. Okay. Andere Seite konnten wir hoch. Auch nicht. Alles Lanky, alles Lanky. Ein bisschen schade, dass mit Chunky da nicht
die Bananen eingesammelt haben. Die habe ich nicht gesehen. Die werden wahrscheinlich aus dem Felsen rausgekommen sein, den wir zerschmettert haben. Und wenn wir schon mal hier sind, kommen. Holen wir uns auch diese Bananen dort. Ich sehe überall Lanky-Bananen. Ey, unglaublich. Da hätten wir auch die. So ein ungelenkiger Klotz. Genau wie ich. Nee, Spaß. Ganz so schlimm bin ich nicht hier so. Ganz so schlimm nicht. Viel schlimmer. Nee, Spaß. Duft, 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 duft. Vor allen Dingen die kleinen Beinchen, ey. Passt irgendwie nicht dazu. Und jetzt muss Lanky hier ein bisschen Alarm machen. Hier gibt es natürlich noch einen Lanky-Schalter. Aber vor allen Dingen... Da ist der Lanky-Schalter. Sogar ein Lanky-Ballon. Unbelievable. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll mit dem. Zack. Ich hab gesagt, zack. Hallo? Zack, die Bohne. So, jeder hat noch einen Ballon dabei sich. Ich habe das Gefühl, die Entwickler haben bei dem Nachholen von diesen dreien echt überlegen müssen, wo sie überhaupt alles hinstopfen sollen. Breakdance besiegt diesen Kasplat. Sehr schön. Und komm her. Das war mal ein Treffer. Oh, ein Bonuslevel. Na, das filmen wir uns doch mal zu Gemüte. Ach, das ist doch locker. Wir müssen einfach nur A drücken, immer. Im richtigen Augenblick, ja. Los geht's mit dem Pilz. Oder auch nicht. Andersrum. Und los, und los, und los. Immer weiter. Springen, 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 springen. Keine Kunst. Das kann jeder von euch. Das kriegt sogar ein Affe hin. Gib's her. Donkey Kong. Tiny hat ja noch einen ganz eigenen kleinen Bereich. Aber dazu später mehr. Bist du schon wieder da? Und hier ist auch nicht mehr viel. Filme haben wir eh immer genug. Wir treffen ja die Feen immer sofort. Hey, macht er mich so dumm von der Seite an? Okay, von vorne halt. Dann aktivieren wir mal Lankys Schalter. Meine Fresse, bist du klein. Er hat aber viele Fruchtzwerge gegessen, hey. Ach, bei der Kanone. Eine gute Wahl. Aufgrund der ganzen Bananaporter brauchen wir nicht mal die Hälfte dieser Zeit. Erst die 4 und dann die 2. Und schon sind wir mittendrin dabei. Brauchen wir nur noch einmal runterspringen und dann sind wir da. Oh, mit 30 Sekunden wäre es auch wirklich knapp. Aber wenigstens mal fordernd. Oh, das war wirklich sehr knapp. 35 Sekunden hätte man schon machen müssen. Wohab? Und dann hätten wir das. Dann haben wir hier noch was. Da wollten wir schon mal hoch mit Didi und hätten es fast geschafft. Achso, aufgemacht haben wir es schon längst mit Didi. Warum geht es nicht mehr? So, jetzt geht's. Hier ist nämlich wieder so ein Boden. Mit einer Regenbogenmünze. So, das war ein komisches Rätsel hier. Wenn man es so benennen kann. Die Pflöcke scheinen locker zu sein, Lanky. Können wir einstampfen. Aber erst gucke ich mal nach dem Ballon. Gut. Ruck.
Da kam irgendwas mit dem Bild. Irgendwas ganz Komisches war das. Gegner, bis zum Abwinken. Auch noch die blöden Zinger. Obwohl, ich bin froh, die zu sehen. Wurden die an Donkey Kong Country 3 und den Return so blöd ersetzt. Freue ich mich, dass das Originale wieder da sind. Guten alten. Da verschieße ich schon gerne ein, zwei Trauben. Oder auch ein bisschen mehr. Aber wobei, ich bezweifle, dass eine einzelne Traube so eine Killerbiene sofort erledigen würde. Hey, das ist Lankys Traubentröte, ja? Da geht so einiges. Lanky hätte alles. Ohne Fee. Das ist nice. Gib mal her. Und schon wieder beim ersten Mal. Die fliegen immer wirrer. Also ganz am Ende wird es schon schwierig, die zu erwischen. Aber noch kein Problem. Wir watscheln raus. Lanky kann jetzt nicht mehr viel machen, aber da fehlen noch 5 Bananen. Das wollte ich erwähnt haben. Die bloß stecken. Ich hasse es, wenn Bananen fehlen. Wir könnten mit Tiny mal in den hinteren Bereich gehen. Oder was fehlt noch? Ansonsten fällt mir nicht mehr sehr viel ein. Oder wir können mit Tiny erstmal das Rätsel machen. Aus Rätsel. Beziehungsweise diese Zeit. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Dabei Cranky diese Schalter. Dann müssten wir, glaube ich, alle haben. Gucken wir uns mal um. Das haben wir betätigt. Keine Ahnung, wer es war. Donkey und Diddy hatten hier auch ihren Auftritt. Mann, hast du wenig Bananen. Ich werde mir alles nochmal angucken. Hier war, glaube ich, Lanky. Da war nichts von dir, aber hier waren Ballon und so. Kleini, Tiny. Und tschüss, Mann, los geht's. Wo taucht das auf? Ach, da! Das ist ja total nah. Das ist ja überhaupt nicht weit weg. Da brauchen wir nur den einen Teleporter und sind schon fast da. 20 Sekunden hätte ich vermutet. Vor allem, wir sind jetzt schon da, also. Ne? You understand me. Hier ist es. Donkey Kong! Die goldenen Bananen, die kriegen wir ganz flott. Die kriegen wir ganz flott. Und von den Blaupausen fehlt auch nur noch Tinys. Und den finden wir da drin. Ganz in der Nähe von Donkeys. Oh, hier sind grüne Bananen. In Ordnung. Merken. Grüne Bananen. Merken. Kasperlat für Tiny. Keine Herausforderung, die Jungs. Und du willst mich schocken? Das ist dir aber nicht gelungen, du. Na komm, treff. Ein kleines, aber feines Areal noch für Tiny. Mit großen Palmen. Hier lässt sich's aushalten. Mit Tauschfass. Das benutzen wir auch gleich mal, oder auch nicht. Da muss ich mich erstmal umgucken, wie das war. Was gab's denn hier Schönes? Ein Fall für Kleini Tiny, aber wo ist das Fass? Genau hier. Ich mach dich mal kaputt, weil wenn ich klein bin, bist du mir vielleicht keine große Hilfe. Ich laufe jetzt mal da hinten hin. Fuck off the rest. Auf einmal ist der Weg wieder viel weiter. Läuft's automatisch durch oder müssen wir es machen? Macht's automatisch. Dann collecte mal alles ein. Schön. Ganz genau. Und so kommen wir auch ganz gut in den Baumstumpf rein, da vorne. Das werdet ihr ja sehen.
im nächsten Part. Bis dann und ciao.